Ja, Sie rütteln mit Ihren Kunstwerken an der Stabilität der Betrachterinnen und Betrachter. Genau. Also wie man vielleicht sehen kann, sind meine Referenzen durchaus in der klassischen Moderne. Und ich versuche die auf meine bzw. die Art meiner Generation irgendwie neu zu beleuchten. Und in den Werken geht es eigentlich um klassische Bildfragen. Was gehört zum Bild? Wie konstituiert sich ein Bild? Wie grenzt sich ein Bild von seinem Umraum ab? Und das Thema, das mich momentan besonders interessiert, ist, wie sich Stabilität und Fragilität gegenseitig bedingen und wie man die gegeneinander ausspielen kann. Also ich möchte den Betrachter praktisch mit an so eine Schwelle nehmen, wo das Bild physisch kurz vor dem Zusammenbruch ist, sodass es durch malerische Ereignisse wieder stabilisiert wird und sich das gerade so die Waage hält. Und diesen Spannungsraum möchte ich gerne zeigen. Könnten Sie das anhand eines bestimmten Kunstwerks erklären? Vielleicht kann man es ganz gut an dem roten Werk in der Mitte sehen. Ich arbeite mit Samples, also ich suche Stücke, die aufgrund ihrer Form, ihrer Oberfläche und ihrer Farbe interessant für mich sind und die irgendwie so eine Art Information schon in sich tragen, die irgendwie eine Geschichte haben. Und meine Setzungen sind eher dekonstruktiv, also ich habe die dann so als Layers, ich digitalisiere die und arbeite dann eigentlich wie so ein Sample-Musiker mit denen, um die zu schichten und verlasse mich da sehr drauf, was die schon mitbringen eigentlich an sich. Und wie gesagt, die Setzungen sind eher dekonstruktiv, das heißt, das Wegschneiden ist dann eher das, was das Bild am Ende zum Bild macht. Also diese Leerräume, diese Freiräume, diese Öffnungen sind konstruktives Mitglied der Bildoberfläche.